Ich bin mal für euch unterwegs in Mission Visa. Hallo und Savadikap. Ja, ich bin mal für euch unterwegs in Mission Visa. Leute, die mit 33 Tage Visa einreisen, also ohne Visa 30 Tage Aufenthalt, wie das zum Verlängern ist. Und da bin ich für euch nach Nongkai zur Grenze gefahren und ich will mich hier erkundigen, wie es läuft. Alles geht nach Laos. Ja, alles dicke Auto, Range Rover nach Laos in so ein armes Land, wo die Leute wenig verdienen. Aber man sieht Autos, Importautos ohne Ende. Ja, hier an der Grenze wird gerade umgebaut. Da drüben ist also steht ein Minibus, steht Udon Thani, Nongkai. Die fahren vom Udon Flughafen ab, so wie die Maschinen kommen von Bangkok. Kann man also von da aus direkt hier zum Border fahren, weil viele Laoten, die fliegen bis Udon, ist billiger wie ein International Flug nach Laos. Die fliegen Udon, steigen aus, ja, nehmen den Minibus-Service 250, 300 Baht und fahren hier hin. Ja, knappe Stunde sind sie hier am Grenzübergang. Ja, da drüben steht noch der Lao Thai-Bus, den kann man auch buchen. Der geht also von Udon, von der Busstation ab. Aber man wird nur mitgenommen, wenn man ein Visa für Laos schon hat. Ne? Wer kein Visa für Laos hat, wird also nicht mitgenommen. Ja, gehe ich mal zur Immigration rein. Ja, das sind also alle Autos, die nach Laos rüber kann. Man kann auch mit dem Auto nach Laos rüberfahren. Man muss aber den Kraftfahrzeugbrief mitnehmen und auf der laotischen Seite eine Versicherung abschließen. Von Laos ist es viel einfacher hier rüber. Ja, das Problematische ist, ihr müsst den Kraftfahrzeugbrief mitnehmen. Habt ihr in Laos einen Unfall, bleibt das Auto so lange da stehen, obwohl ihr eine Versicherung habt, bis das mit der Versicherung geklärt ist. Ja, also jetzt bin ich hier bei der Immigration und jetzt muss ich aufhören zu filmen, weil es verboten bei der Immigration zu filmen. Ja, ich habe jetzt also gerade gefragt, wenn jemand einreist, kein Visa, kommt hier hin, geht nach Laos rüber, kommt wieder 30 Tage. Und wie viel Mal habe ich ihn gefragt? 4, 5 Mal, sagt er, kein Problem, es gibt immer 30 Tage. Ja, für Thailand fallen keine Gebühren an. Für Laos, ja, ich weiß nicht, 20, 25 Dollar. Man kann es auch online machen. Dann könnte man auch mit dem Bus fahren. Ja, ich werde mal hier noch ein bisschen rumgehen. Und das ist die Information für euch. Also Leute, die ohne Visa kommen, haben 30 Tage Aufenthalt in Thailand. So, bevor die 30 Tage ablaufen, sag ich mal bei 30. Tag, kannst du also hier hinkommen zur Grenze, rübergehen nach Laos, machst dein Visa. Du wird vorher dein Visa gemacht, dann wird dein Visa nochmal abgestempelt, dass du eingereiht bist. Gehst ja auf die andere Seite von dem Gebäude wieder zurück. Dann wird die Ausreise wieder abgestempelt. Ja, dann setzt du dich im Bus, der kostet 20, 25 Baht, einmal über die Brücke. Und dann kommst du hier gegenüber bei der Immigration an, dann kommt der Custom, die also kaum kontrollieren und dann bist du wieder in Nongkai. Die Fahrt von Udon nach zur Grenze, ja, rechne eine Stunde, sind 56 Kilometer, mit dem Bus kostet es 250 bis 300 Baht vom Flughafen. Ja, und wenn euch meine Infos gefallen und wo ich nicht extra für euch hinfahre zur Grenze, um eine richtige Aussage zu haben von einem Beamten. Ja, wenn euch das gefällt, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal. Es kommen immer noch mehr schöne Videos und Infos für euch. So, ich bin für euch unterwegs. Und jetzt kommt die Hochsaison und da bin ich also wieder
auf Inseltouren. Ja, und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Wenn ihr wollt, seht ihr mich wieder. Tschüss.